Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Train Fever. Ich habe mein Thermo vergessen zu starten, weil ich gerade was anderes am Handy gespielt habe. Ich bin so doof. So doof. Starten. Zack, läuft. Okay, gestern habe ich angekündigt, dass ich ein ganz großes Projekt starten will. Also ich will eine Eisenbahnstrecke. Warum geht denn nichts? Ach ja, von Arnstadt nach Eberswalde. Von Arnstadt nach über Eberswalde nach Sönneberg bauen. Jetzt hab ich's. Und dann bauen wir hinten ins Testgelände. Nach dem Bahnhof müssen wir auch noch irgendwo hinzaubern. Das ist ja fast schon. Da müssen wir uns noch was überlegen. In Stuttgart 21 wird so umgebaut, ne? Und nicht gleich von Anfang an. Also können wir uns ja hier noch Zeit lassen. Landnutzung brauchen wir. Hier müssen wir ja die Chance lassen, einmal hier eine Strecke noch durchzurammeln. Entweder ein Tunnel oder eine Dampflokstrecke oben drüber. Das ist ja noch nicht so raus, wie wir das machen. Ne? Und deswegen machen wir jetzt auch mal die drei Gleise. Und ich brauche mal die Höhenlinien. Weil ich sehe Probleme auf uns zukommen. Wie kann man gehen? Also setzen wir Tunnel mal Dings Bahnhof. Setzen wir Dings Bahnhof hier hin. Jo, dann können wir nämlich mit der Straße. Ey. Mit der Straße hier so ran. Und so rangehen. So, Eisenbahn gleich aufrüsten, bevor wir noch Probleme kriegen. Und dann. Müssen wir da runter. So, ich habe gerade nicht auf die Geschwindigkeit geachtet. Was stand da? Eine Frage. Ich will mir das mal angucken, weil dann kann man nämlich ungefähr vielleicht mal ausrechnen, was im Weg ist. Na guck, das sehe ich nämlich schon mal. Dass das ja im Weg ist. Und ich sehe schon mal, dass der mir einfach nur eine schwebende Trasse reinzimmern würde. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall so rüber. Und so hoch. Also wir waren schon relativ richtig hier. Na gut, das Ding ist halt irgendwie im Weg, ne? So. Es wird ein bisschen schwer heute. Sehe ich jetzt schon auf uns zukommen. Jetzt müssen wir erstmal die Straße aus dem Weg räumen. So, hoffentlich reicht das als Umgehungsstraße. Ja! So, dann geht's weiter. Das geht auch. Bevor es wieder Mecker gibt. Ich mach das gleich. Diesmal stimmt die Aussage sogar. Wir wollen mal sehen, wie das aussieht. Es gibt die Betonbrücken, die ich mal gekauft habe. Für teures Geld. Nee, war Spaß, ich kaufe mir nichts. Ich würde sagen, hier mitten im Nirgendwo kann man immer so eine Brücke hinzaubern, oder? Das sollte jetzt eigentlich nicht verboten sein. Ah,
Aber damit es ein bisschen gleich aussieht, sollte eigentlich hier auch diese Betonbrücke hin. So. Ey, was hab ich hier gemacht? Bin ich denn blöd? Ha, bist du? Ah. Okay, dann jetzt das und jetzt soll's aber gehen. Ja, geht's auch. Haben wir jetzt hier eine durchgehende Verbindung? Richtig, fein. Ist ja richtig fein. Warum ist jetzt eigentlich das hier so komisch? Ich möchte diesen komischen Knick noch haben. Och Mann, ich will ja den King Knick haben. So. So. Jetzt nur mal sehen, wie er es machen würde. Okay. Also wir hätten Kollision auf der kompletten Länge. Geht es mal mit dem linken Gleis, da können wir nicht relativ neu dran vorbei. Und dann reißen wir mal ab. Oh. Oh yeah. Also das... Oha, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ein TEE. Und das ist mal was Ordentliches, ja. Aber da können wir uns jetzt noch nicht drum kümmern. Da müssen wir uns später mal Gedanken drüber machen. Denn jetzt ist erstmal Bau dieser Eisenbahnstrecke im Vordergrund. Also hier wird er drüber gehen anscheinend. Bloß hier will er nicht, aber da kann man ja hier eine Straße rüberlegen. Ist ja kein Problem, sowas. Sagt er nicht genug Platz, das heißt also, er meckert wegen dieser Straße hier. Ist ja kein Problem, sowas. Dann machen wir einfach hier so eine Straße hin. So und so. Und jetzt wird's gehen, weil jetzt kreuzen wir die ja gerade. Genau. War das jetzt richtig? Rechnet gleich? Ja. Perfekt. Einfach perfekt, was ich hier mache. Wir müssen ja mal sehen. Ich würde diesen TEE gerne vorn lassen irgendwo. Aber ich weiß gerade nicht, was der für Baujahr hat. Dass wir den nur später nochmal kriegen. Bis 1990. Gut, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. 42 Höchstgeschwindigkeit nach 160 km/h. Ha, da müssen wir uns mal... Ne? Was hab ich gesagt? Ne, warte, nach Sönneberg, was hab ich mir denn da vorgestellt? Hab ich vergessen, wie rum der Bahnhof hier steht oder was? Ist egal, das machen wir so. Das war angekündigt, also wird es so gemacht. So. Kann man nicht bauen, müssen wir abreißen. Wie viel kostet's? Ah, so wie das Kulturzeug, das kostet ja nicht viel. Dann müssen wir hier aufrüsten. Und mal schauen, wie wir hier durchkommen am besten. Ich würde am liebsten diesen TEE auf dieser Strecke fahren lassen.
Einfach nur, weil wir es können. Und man hat ja gerade woanders gut gesorgt, tatsächlich. Das heißt, er meckert bloß wegen dem. Und wegen dem Tunnel wahrscheinlich. Irgendwann mal noch. Irgendwann wird er wegen dem Tunnel noch meckern. Irgendwann wird er wegen dem Tunnel noch meckern, aber das ist mir eigentlich sowas von scheißegal. Du, kann ich jetzt die Straße abreißen? Ach, tatsächlich. Also entweder bin ich jetzt ein richtiger Pro mittlerweile in diesen Verlegen von den Umgehungsstraßen. Oder die haben das besser gemacht. Mensch, ich muss mal ein bisschen Geld für so einen Tunnel rauswerfen. Ich habe ja sonst zu viel. Warum war denn das eigentlich zu erwarten? Vielleicht macht er bloß den Tunnel. Wisst ihr, wie ich mich freuen würde, wenn das plötzlich einfach so grünes Lämpel anzeigt. Ich frage mich aber, was hier schon wieder das Problem ist. Wir sind eigentlich nicht zu tief irgendwie oder... Das Tunnelportal war genau nebenan. Bumm, tu mal halt eine Schneise reinjagen in das ganze Gebirge. Und die zwei Straßen sind im Weg und die hier und gut ist. Ach nee, das mag ich. Das soll. Ich will aber auch nicht schon mal solche getrennten Tunnel bauen. Also. Heißt das für mich nur abreißen den Scheiß. So. Und dann geht's so hier ran. Oder auch nicht, weil hier schon wieder was im Weg ist. Da gab es zwar jetzt nochmal einen kleinen Tunnel, aber das ist egal. Oh, sieht eh viel schöner. Sieht eh viel schöner aus als der lange Tunnel, ne? Das können wir gerne machen, wenn wir ICE-Strecken bauen, dann können wir hier alles untertunneln, was noch geht. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt einfach so eine Maximallänge, die nicht überschritten werden darf. Aber man weiß es nicht. Nee, ist egal. Wir bauen hier noch eine Weiche. Und das. Und dann müssen wir uns um den Nahverkehr kümmern. Oder, pass auf, die Weiche bauen wir noch auf der anderen Seite. Und dann kümmern wir uns morgen um den Nahverkehr und dann gibt es morgen zum ersten Mal ein TEE. Ein T. Morgen gibt es ein T. Also dranbleiben. Bis morgen. Ciao.